Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir sind soweit fertig an der BGA, das heißt, wir können diesen Kollegen erstmal zum Hof zurückschicken. Und wir werden erstmal hier jetzt gleich das Wasser füllen. Dass wir das nämlich auch direkt wieder abladen können. In der Molkerei, dann haben wir auch den nächsten Punkt schon wieder weg. So. Dann fahren wir an den Hof. Da haben wir auch noch ein paar Produktionen, wo wir füllen können. Ja, zwei Stück, um genau zu sein. Das werden wir auch tun. So, und ich habe immer mal noch ein Auge auf unsere Abfahrer sozusagen. Beziehungsweise auf unsere Drescher. Nicht, dass die stehen bleiben, aber es sieht aktuell sehr gut aus. So, da jetzt der LKW da ist, nehmen wir einfach die andere Einfahrt. Da sind wir einfach mal so frech. So, dann können wir hier natürlich noch Wasser füllen. Ja gut, viel passt da eh nicht mehr rein, ne, in die Kalkproduktion. Aber egal. Wir fahren trotzdem hin und tun entladen. So. Ja gut, viel war es wirklich nicht mehr. Das war jetzt echt so ein kleiner Spuckeschluck. Der ist angekommen, das ist auch gut, weil dann können wir schon direkt den nächsten Step machen. Vor allen Dingen haben wir dann auch wieder einige Liter hier wegbekommen. Mist. Ja, sehen wir auch gleich, jetzt wird es gleich richtig gefüllt. Müsst ihr gleich die Plane wechseln. Okay, dass es doch hier alles reinging, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Aber gut, nehmen wir natürlich auch, ne? Das nehmen wir natürlich auch. So. Dann können wir auch den LKW schon mal wegstellen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Was heißt erstmal nicht mehr? Vorerst nicht mehr. So. Dann gehen wir natürlich zu den Paletten. Speichern, ganz wichtig, nicht vergessen. Und bevor ich es jetzt vergesse, ich kaufe mir noch schnell von den neuen Feldern die Bodenkarten. Es ist halt besser, wenn wir das haben. So, ist auf Laden eingestellt. So, der ist ja auch schon am Rumfahren. Hier ist er im zweiten Vorgewende. Der ist ja auch gut dabei. Also können wir Leerpaletten mitnehmen. Zack, 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 zack. Dann fahren wir einmal kurz zur Molkerei. Geben sie da ab. Und dann haben wir das erledigt. Wird blockiert. Lexium wird blockiert. Wieso wird der Lexion blockiert? Oh nee, ne? Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht hier. So, wir gucken, dass wir den hier so ein bisschen rausgeschoben kriegen. So. Passt. Jetzt müssen wir natürlich wieder zum Sägewerk springen. Haben wir. Und jetzt fahren wir zur Molkerei. Ah, da können wir auch zugucken, wie das rucki-zucki geht. Oh, herrlich. Natürlich haben wir auch wieder jetzt eine enorme Mehrflächen an Bäumen wieder bekommen. Durch die ganzen
Verkäufen oder durch das ganze Einkaufen der Felder. Ja, gerade jetzt hier bei 16 haben wir einige Bäume noch am Feldrand stehen, die wir dann auch wieder fällen dürfen, können, sollen. So. Was auch sicher ist, dass es demnächst noch die Glasfabrik kommt, weil da können wir natürlich weiter produzieren. Da können wir direkt Flaschen produzieren, weil diese Flaschen brauchen wir ja auch und Methan produzieren wir ja auch mittlerweile durch die Bohrinsel. Und dann können wir dieses Methan nämlich auch direkt benutzen, um dann das Glas herzustellen. Und dieses Glas können wir ja auch in die Brauerei bringen, damit wir dann Flaschenbier noch produzieren. Also nochmal eine neue Produktionslinie im Bier, was auch nicht schlecht ist. Ja. Dann gibt es natürlich noch die Brennerei, wo ja auch wieder Flaschen benötigt. Ja, also so, wir bekommen hier wirklich hier Step by Step ordentlich dazu. Und wir können es uns auch leisten. Also ich denke mal, dass ich noch 1-2 Produktionen kaufen werde. Und dann das restliche Guthaben, was wir haben, dann sollten in den Fuhrpark stecken, beziehungsweise einfach jetzt behalten. Und dann je nach Bedarf halt ausgeben. Wir haben jetzt zumindest schon mal einen guten Rohstoff oder eine gute Basic, was unsere Farm angeht. Und da gilt es jetzt natürlich hier punktuell uns weiter auszubauen. Auch zu versuchen, nicht zu viel auf einmal. Ja, das ist auch wichtig. Weil je mehr wir jetzt auf einen Schlag eben machen wollen, desto größer ist die Chance, dass eben irgendwie wo was untergeht, schief geht. Will auch mal sagen, das was jetzt aktuell oder der Fortschritt, wie wir ihn jetzt aktuell haben, der ist extrem schnell. Ja. Der ist extrem schnell und wenn es so weitergeht, wie wir sie jetzt gerade haben, dann bin ich ja in, keine Ahnung, ein paar Wochen durch mit der NF-Marsch. Dann habe ich ja alles gekauft, was ich kaufen wollte. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins übrig, dass ich einmal sage, okay, jetzt reicht's, jetzt machen wir einmal den kompletten Fuhrpark neu. Um da zumindest auch nochmal ein bisschen was rauszuziehen an Euros. Oder halt einfach weiter aufbauen, ne? Kann man auch sagen, komm, eine nächste Produktion und eine nächste Produktion und eine nächste Produktion. Ja, da fällt mir bestimmt noch ein bisschen was ein, was man da noch so anstellen könnte. So, sind sie auf jeden Fall in der Werkstatt schon mal richtig. So. Ah, haben wir es geschafft rumzuziehen. So. Wunderbärchen. Den reparieren schicken und der Kollege soll anfahren und wir lassen den dann auf Feld 7 nämlich los. In der Hoffnung, dass das ausgeht mit unserem Drescher, dass die sich da nicht so arg in die Quere kommen. Dann können wir auch direkt mit dem Abfahrer dann gleich loslegen. Das dauert aber noch einen kleinen Moment. So.
Zack, der wird schon mal zu. Und bevor ich jetzt mich da tot suche, wo denn der steht, rennen wir halt mal schnell hin. Ich denke auch, dass wir die Tritikale, wo wir jetzt hier ernten, dass wir die direkt in die Dünge-Saatgutherstellung bringen. Weil wir dann wieder mal ein bisschen Saatgut produzieren sollten. So. Gut, da hätten wir theoretisch auch noch den hier unten stehen gehabt. Aber nee, brauchen wir ja nicht. Wir können ja zu ihm hinfahren. Aber ich bin echt gespannt, ob das sich das ausgeht mit dem Ladewagen. Ob sich die vielleicht irgendwann in die Quere kommen oder eben nicht. Ich würde sagen, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So. Auf jeden Fall lädt er hier schon mal gemütlich ab. Und ich sagte auch einfach mal, der soll dann wieder zu Feld 7 fahren. Also den ersten haben wir hier eben schön abgebunkert. Von unseren Dreschern. Dann holen wir auch schon das, Stroh runter, dass wir dann da auch schnellstens den Mulcher drüber jagen können. Und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt auch noch den Vorteil, dass wir nicht mehr allzu viel Raps und Sonnenblumen brauchen werden. Das heißt, wir können jetzt auch definitiv uns immer kleinere Flächen aussuchen. Und es muss nicht immer Feld 78 dann sein. Aber eins ist auch sicher, allein nur über das, den Rohöl möchte ich jetzt nicht die Produktion versorgen. Ja, das möchte ich jetzt eben nicht. So. Okay, der ist auch soweit. Das heißt, der ist komplett repariert und gewartet. Und dann darf der hier erstmal zufahren. Und mit dem Kollegen können wir ja auch jetzt dann erstmal zum Warten gehen. Ja, irgendwann werde ich auch noch den Hof umbauen. Ja, das gefällt mir nicht mehr ganz so, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Aber das Problem ist auch, wenn ich das jetzt hier in der Folge umbaue, dann ist die komplette Folge fertig. Ah, der ist da angekommen. Ja, der kann auch da stehen bleiben. Das passt. Und wir sehen auch, dass die Leerpalette nicht ganz mehr reingepasst hat. Da sind noch ein paar Literchen übrig geblieben und die können wir jetzt auch erstmal wieder verteilen fahren. Ist halt die Frage, wo kommt der nochmal hin, ne? Oder wo können wir das jetzt noch reinfüllen? Das ist halt immer so eine große Frage. Dann haben wir noch die Zuckerrüben im Lager, ne? Die könnten wir doch theoretisch auch in die Zuckerfabrik bringen. Je nachdem, wie viel Platz wir da jetzt noch haben. So. Ah ja, wir haben ja hier noch ausgelagert. Sehr gut. So, aber erstmal hier reinfahren. Und das alles entladen. So. Es ist halt die Frage, was ist denn das jetzt hier für... Das ist Kalk. Wait, warum ist das Kalk? Wait. Ja, der produziert Kalk mit. Nein, das soll er einlagern. Das ist jetzt aber gar nicht so cool. Aber nichtsdestotrotz, die können wir natürlich hier erstmal
oder aufladen. Besser gesagt. Und wir schauen jetzt einfach mal nach und wir sehen, wir haben über 1 Million frei an Zuckerrüben. Das heißt, wir werden die Zuckerrüben natürlich aus dem Silo hochbringen. Upsala, da ist ein großen Bogen gerade gefahren. Und dann dürfen wir nochmal an den Hof springen, und zwar in den LKW. Und wir laden dann gerade die Zuckerrüben. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.